Hallo. Vor knapp 3 Wochen hat der Thüringer Leichtathletikverband mit seiner Offensive Deutschland bewegt sich zu Hause versucht, ein Zeichen zu setzen. In kleinen Videos über Kinder, Jugendliche und Senioren haben wir ihnen versucht zu zeigen, was sie sportlich in ihren Verbänden durchführen können. Dafür möchten wir uns bedanken bei ihnen. Ihr Feedback war durchaus positiv. Sie haben die Videos geliked, die Inhalte oft geteilt und mit ihren positiven Kommentaren meine Arbeit toll unterstützt. Heute wird es leider kein Video geben für Sie. Heute gibt es eine kleine Überraschung und einen Hinweis, dass wir am Dienstag mit unserem nächsten Video online gehen. In diesem Video wartet auf Sie eine kleine Challenge und eine Herausforderung. Sie können gerne mitmachen, dann winkt für Sie ein kleiner Preis und ein bisschen Sportlichkeit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Osterfest, bleiben Sie gesund, bis bald. Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, als erstes möchte ich Steffen Droske, den ihr gerade gesehen und gehört habt, ganz herzlich danken für seine Initiative im Rahmen Deutschland bewegt sich zu Hause. Ich denke, dieser Dank, den kann ich auch übermitteln von euch und von Ihnen. Mit seinem Team hat Steffen schöne Videos gedreht mit dem Titel Digitales Training zu Hause für Schüler, für Kinder, Jugendliche und für Senioren. Es sind inzwischen 11 Videos entstanden, die ja alle über soziale Medien wie Facebook, Instagram oder auch über unsere Homepage euch anschauen können zu jeder Zeit. Dafür möchte ich allen Beteiligten an dieser Stelle nochmal recht herzlich Dankeschön sagen. Zu Beginn der Osterzeit und in unserer schwierigen, doch nicht einfachen Situation heute möchte ich mich im Namen des Präsidiums an alle Athleten, Trainer, Übungsleitern, Kampfrichtern, Wettkampforganisatoren und auch an alle, die uns unterstützen und unsere Sponsoren wenden. Seit wenigen Wochen hat sich unser Leben doch deutlich verändert. Das sind Dinge passiert, die wir uns so sicherlich nicht vorstellen konnten und auf die wir uns einstellen müssen. Mitte des Monats März haben die Schulen geschlossen. Der Trainings- und Wettkampfbetrieb wurde eingestellt und es wurden von politischer Seite einschränkende Maßnahmen ergriffen, um uns einfach gesundheitlich auch zu schützen. Das bedeutet für uns alle, dass wir ganz neuen Herausforderungen vor uns stehen und die wir bewältigen müssen. Das bedeutet, dass wir vor allen Dingen Kreativität, Mut, Ausdauer, Willenskraft benötigen, um diese neuen Herausforderungen auch gerecht werden zu können. Eine Initiative, die sehr gut ist und die uns unterstützt und die Athleten, vor allen Dingen den Jugendlichen, den Kindern zu Hause, ist die Initiative von Steffen Droske und seinem Team. Auch die Kampfrichter haben inzwischen eine Initiative auf den Weg gebracht, um diese doch nicht einfache Zeit zu überbrücken. Dafür möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Die Osterfeiertage liegen vor uns und eine Zeit, die danach kommt, die mit vielen Fragezeichen verbunden ist. Wir hoffen und wünschen, dass wir diese Zeit, diese doch schwierige Zeit, gut überstehen und gesund bleiben. Und wir hoffen, dass es nicht so lange dauert, bis wir wieder unserem Sport auch nachgehen können, in der Weise, wie wir es gewöhnt sind. Ich möchte euch im Namen des Präsidiums ein frohes Osterfest, ein paar schöne und sonnige Tage wünschen. Der wichtigste Wunsch ist sicherlich der, dass die Zeit, in dieser Zeit, dass wir gesund bleiben und diese schwierigen Zeiten mit diesem Coronavirus gut überstehen werden. In diesem Sinne möchte ich euch alle recht herzlich grüßen und alles, alles Gute wünschen. Euer Heinz Wolfgang.